Ja, hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch dieses Mal filme ich mit der Logitech Brio Stream Edition in Full HD mit 60 Bilder pro Sekunde. Und jetzt geht es erstmal darum, ich hatte ja mal vor kurzem euch ein Video hochgeladen von dem USB-C-Hub, den ich mir gekauft habe fürs Tablet, für das Tab S5e und dann für das Tab S4. Und ja, der Hersteller, also ist hier cool. Ich halte euch das einfach mal in die Kamera. Ja, so ein kleines Vorab-Fazit schon mal zu dem USB-Hub. Der ist super. Also die Qualität ist gut. Er wird zwar im Betrieb echt ein bisschen warm, aber nicht unangenehm warm. Also man kann ihn noch locker in die Hand nehmen, aber man merkt schon die Wärmeentwicklung. Ich habe es nicht geschafft, eine Festplatte damit zum Laufen zu bekommen. Auf jeden Fall keine Festplatte, die keine externe Stromversorgung also, ne, benutzt. Ich denke mal, wenn man eine externe Festplatte mit externer Stromversorgung benutzt, dann dürfte das funktionieren. So habe ich es halt nicht hinbekommen. Also sie lief aber auch nicht am PC einfach so. Ich denke mal, wenn ich sie wieder einbaue, dann würde sie auch laufen. Das werde ich irgendwann mal testen, aber ich werde mir jetzt auch keine Festplatte extra dafür kaufen, um das zu testen. Was ich getestet habe, war einmal hier eine Speicherkarte, wie man hier sehen kann, einmal die Speicherkarte und einen 128 GB USB-Stick, der funktioniert hervorragend. Also, was man damit super machen kann, ist wirklich, man nimmt sich das Tablet, man steckt den USB-C-Anschluss da rein und das Netzteil vom Tablet steckt man dann hier rein. Es hat dieses Power Delivery und dann wird es gleichzeitig geladen und man kann weiter seinen Film gucken. Man kann aber in der Zeit, wo es darüber geladen wird, ob es jetzt das Handy ist oder das Tablet ist, spielt keine Rolle, aber man kann in der Zeit keine Daten kopieren. Das geht nicht. Aber Daten abspielen geht einwandfrei. Es wird auch gleichzeitig geladen. Und alles ist gut. Das heißt, es erkennt ohne Probleme Speicherkarten und USB-Sticks. Überhaupt gar kein Problem. Was ich nicht geschafft habe, war, ich habe ein Xbox One Controller. Der funktioniert bei mir mit einem Stick. Und dieser Stick läuft hier drauf nicht. Ob das jetzt ein Android-Problem ist oder ob es jetzt einfach ein Problem mit dem USB-C-Hub ist, weiß ich nicht. Ja, war jetzt auch einfach nochmal zum Testen. Ich brauche es nicht. Aber funktioniert tut es auch nicht per Kabel. Es geht auch nicht, wenn ich das Gamepad per Kabel anschließe. Hier drüber wird es vom Tablet oder vom Handy auch nicht erkannt. Ich denke mal, dass es an Android liegt. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das vielleicht wisst ihr es. Ja. Das Ding kostet 20 Euro. Ich habe es mir über Amazon gekauft für 20 Euro und ich muss ganz ehrlich sagen, das lohnt sich. Da braucht man nicht unbedingt, wenn man schon eine kleine Speicherkarte im Tablet hat und man will aber jetzt mehrere Daten oder man will sie jetzt nicht unbedingt alle Filme da hier drauf knallen oder so, hat man hier echt eine gute Alternative, einfach einen USB-Stick, den man vielleicht auch am Fernseher benutzt, einfach ins Tablet oder hier reinstecken, das ans Tablet anschließen, das Tablet hiermit verbinden zur Stromversorgung. Das Netzteil zur Stromversorgung. Es macht Spaß. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Erweiterung zu kaufen. Was ich auf jeden Fall noch testen werde, ist der HDMI-Anschluss. Aber funktioniert. Aber ich werde ihn, denke ich mal, wenig brauchen. Für mich war es auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition. Und ja, wer Interesse daran hat, einfach, ich verlinke euch jetzt hier mal gar nichts. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Könnt ihr ja sehen, was für ein USB-Hub das ist und dann einfach bei Amazon eingeben und schon habt ihr die Ergebnisse. Für 20 Euro, für Handy oder Tablet auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Und ja, das soll es erstmal an dieser Stelle von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.